Willkommen zurück zum neunten Teil meiner Serie der Top 10 Punkte, die es umzusetzen gilt, um 2022 dein bestes Jahr zu machen und die Dinge so zu gestalten, wie sie dir wirklich gut tun und wie du sie haben willst. Heute zum Thema Vermarktung. Vermarktung ist für viele Menschen gleichzusetzen mit Marketing. Für mich ist es eher eine Philosophie und es geht darum, sich so zu präsentieren, wie du wirklich sein willst und damit ziehst du die Leute an, die auch zu dir passen. Es ist nicht nur im geschäftlichen Bereich oder im professionellen, sondern auch im persönlichen gleichzusetzen. Ein kurzes Beispiel dazu. Wenn ich eine Partnerin anziehen will, dann werde ich nicht auf die Suche gehen, auf die Straße gehen und jede x-beliebige Frau anreden, oder mich auf Tinder oder sonstigen Plattformen bewegen, sondern nein, ich bin unterwegs, wie ich selbst. Ich spreche aus mir selbst, aus dem Herzen. Ich rede, ich brauche gar nicht reden, ich brauche einfach nur da zu sein. Und wenn du an das Gesetz der Anziehung glaubst und auch und darüber stehend noch an das Gesetz der Vibration, dann ziehen sich gleiche Energien an. Wenn du auf der gleichen Schwingung bist wie jemand, hast du vielleicht auch schon gemerkt, du sprichst jemanden an, oh, du merkst, da ist nicht so der Draht da, dann lässt du es gleich wieder sein, obwohl ihr vielleicht die gleichen, ja, Einstellungen habt oder auch die gleichen Interessen. Aber du merkst, es ist da nicht, die Schwingung ist da nicht so gut. Du spürst da nicht, hast da keine, fühlst da nichts dabei bei diesem Kontakt. Und genauso ist es, wenn du unterwegs bist, ja, du bist beim Einkaufen, es kann überall passieren, dass du Menschen triffst, mit denen du in Kontakt kommst und da, wo sich vielleicht eine gute persönliche Beziehung aufbaut, weil du in dieser Schwingung bist, weil du bei dir bist und dadurch kannst du auch die Menschen anziehen, die sich davon angesprochen fühlen. Es passiert auch immer wieder mir zumindest, wenn ich meine Videos poste und ich sehe und es kommen Menschen auf mich zu, die gar nichts von mir als Coach wollen, sondern sich nur interessieren, ah, wie habe ich zum Beispiel, wie habe ich es geschafft, dieses Video zu posten aus technischer Sicht? Oder wie habe ich es geschafft, überhaupt vor laufender Kamera zu sprechen? Oder sie wollen mich kennenlernen, weil sie jemanden suchen, einen Partner suchen. Also, man weiß nie, wo eigentlich die Menschen, die zu einem passen, wo sie herkommen. Deswegen ist es für mich wichtig zu verstehen, dass man weggeht von der Suche und hingeht zu der Herzöffnung. Und wenn du dein Herz öffnest, dann findest du auch die Leute, die deiner Herzenergie entsprechen. Das ist ganz wichtig, weil du, auch wenn es Kunden sind, wirst du mit denen eine Zeit lang oder viel Zeit verbringen und wirst ja auch ihnen maximal helfen. Und das wird schwierig sein, wenn ihr nicht auf der gleichen Schwingung seid und wenn du nicht in deiner Herzensenergie bist, wenn du nicht dein Herz ja sprechen lässt, sondern alles nur kopfgesteuert machst, dann bist du wieder. Dann ist die Gefahr groß, dass du wieder in das Ego-Denken kommst. Und daher ist es für mich enorm wichtig zu sagen, Vermarktung ist für mich eine geniale Möglichkeit, um mich zu zeigen, um meine Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Also sprich, deine Kreativität zu erleben. Und wenn du allerdings auch was deine Ausdrucksweise angeht und auch dein Auftreten, dann ist es doch zu entscheiden und doch dir im Klaren zu sein, was ist deine Zielgruppe, wer ist deine Zielgruppe, was machen sie, wo halten sie sich auf. Sprich, auch es geht nicht nur bei den Kunden so, du gehst nicht irgendwie auf Tinder, wenn du Menschen anziehen willst, die sich in einem Scheidungsprozess befinden oder die gerade eine Scheidung durchlaufen. Die werden vielleicht nicht auf Tinder sein. Oder du wirst nicht auf die Straße gehen, wenn du Leuten helfen willst, oder du gehst auf die Straße, um Menschen anzusprechen, von zu Hause aus ihre Artikel auf eBay verkaufen wollen. Nein, also gehst eher in eine Gruppe, vielleicht auf Facebook, die verschiedene Verkäufer von eBay beinhaltet oder auf die viele Verkäufer von eBay gehen und sich austauschen und da dich präsentieren und aktiv zu sein, als auf der Straße rumzulaufen und Leute zu fragen, ob sie Interesse haben, ein Geschäft aufzubauen, was Artikel auf eBay verkauft. Also es geht immer, dir bewusst zu sein, wo sind die Leute und was machen sie, wer sind sie, was wollen sie. Das ist diese ganz zentrale Frage, was wollen die Leute? Es geht darum zu verstehen, was ist das Verlangen deines Zielkunden
Und auch, was ist das Verlangen deiner idealen Partnerin? Was will sie wirklich haben? Was willst du auch in der Partnerin haben? Und das wiederum, um auf den Anfang zurückzugehen, entspricht dann diesem Gesetz der Anziehung. Wenn du und sie das Gleiche wollen, die gleichen Werte haben, den gleichen Glauben haben, die gleichen Vorstellungen, den gleichen Wert, die gleiche Weltsicht, gleichen Ansichten, dann kommt da ein Match zustande und dann kommen auch wunderbare Verbindungen zustande und man schafft neue Energien, man potenziert sich dann gegenseitig und das ist, worauf es ankommt. Es geht nicht darum, alleiniger Kämpfer zu sein für sich, sondern mit seine Werte und seinen Glauben, seine Energien mit anderen zu teilen. Und das geht am besten, indem man eben diesem Prozess folgt, genau zu wissen, wer man ist, was man will, wo sind meine Kunden, was sind meine Kunden, wer sind meine Kunden, was wollen sie. In dem Sinne, viel Spaß bei der Vermarktung im nächsten Jahr. Wenn du mehr dazu wissen willst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Abonniere auch gerne meinen Kanal und ich freue mich auf das nächste Video mit dir. Danke fürs Zuschauen. Ciao.